Hallo und herzlich willkommen bei Creativerse. Ja, wir sind heute in meinem Haus und ich möchte da kleine Umbauarbeiten vornehmen. Ganz kleine. Ihr werdet zwar das Haus nachher nicht mehr wiedererkennen, aber es sind nur ganz kleine Umbauarbeiten. So. So, wie ihr in meinem Inventar seht, ich habe diese neuen Steine in meinem Inventar. So, hier machen wir uns mal ein paar Baukisten oder zumindest einmal die eine. Für die Sachen, die wir nachher wahrscheinlich noch brauchen. So, wir sehen noch hier, wir haben hier drüben schon die Steinfenster, da noch nicht. Was gibt es denn da noch an, an Fenstern? Fenster hatten wir hier hinten. Ja, es sind immer noch meine freilaufenden Monster. Das ist guter Schatz in den Maya-Steinen. Nee. Oder? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ja, gehen wir aus dem Weg, so. Naja. Gehen wir mal die daneben. Ne, dann passen die definitiv nicht. Wird fast sagen, die da, oder? Ja, oder normale. Okay, wir wissen es noch nicht. Aber ich denke, es werden Holz. Stone, Holz, irgend sowas. Als Leitern, also als Treppen habe ich mir ausgesucht die Wildwood. Weil ich möchte dann hier, genau, das haben wir so 1 zu 1 gemacht und da, wo die letzte Stufe runter ist, geht die erste hoch. Gut. Das heißt, hier brauche ich im Prinzip meine erste Leiter. Also, immer Leiter, es ist eine Stufe. Mensch, dann. So, genau. Ich würde sagen, da und dann machen wir es halt so. So, und jetzt können wir die Zwischendinger rausholen. Und können da daneben jeweils einen zweiten hinpflanzen. Wunderbar. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Weg nach oben. So ganz ohne wird es nicht gehen. Ja, da oben brauchen wir natürlich auch noch Leitern. Und dann seht ihr schon mein erstes Problem. Mein Haus ist zu klein. Supi. Okay, also es muss da auch vergrößert werden. Ja, wunderbar. Ja, als. Bringen wir das Zeug nochmal runter. So. Weg, weg. So, ich wollte ja sowieso umbauen. Und ich habe mir jetzt überlegt, mit den Meilensteinen ist das ideal. Ich weiß gar nicht, ob dieser Sandstein dann da bleibt oder ob ich damit was anderes mache. Aber auf jeden Fall möchte ich die Meilensteine verwenden. So, wo sind die da? Als Boden nehme ich mal entweder diesen hier oder diesen hier. Ja, ich habe es vorher schon angeschaut und konnte mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich mache für den Boden das eine und für die Decke das andere. Oder ich mache es einfach so. Im Erdgeschoss nehme ich das eine und oben nehme ich das andere. Oder? Ja, ihr seht, das ist voll einfach. Das hier sind auf jeden Fall wunderbare Dekosteine, die kommen irgendwo speziell hin. Bei denen weiß ich noch nicht so recht, was ich mit denen mache. Und das wären wahrscheinlich meine Mauern oder Säulen. Beziehungsweise das die Säulen und das die Mauern. Genau. Ich war mal vorher fleißig Wildwood holen. Und dank Obi habe ich das Wildwood auch gefunden. Danke an dich. Nochmal. Das hier. Genau. Gut, dann überlegen wir uns mal. Wenn man die Treppe hier hochkommt. Dann möchte man nicht gleich aus dem Haus fallen. So, ich möchte auch kein Glashaus haben. Also nein, dazu spiele ich zu gern mit Steinen. So, dann kommt man mal hier rauf. So, eines ist mir jetzt ein bisschen zu wenig. Ups. Na, sage mal. Zielen müsste man auch noch können. So, aha, gleichzeitig könnte man da den Lift hochholen, das wäre gar nicht gut. Wieso so nah? Okay. Das wundert mich jetzt. Egal. Achso, nee, das ist ja nur der Healing Beacon, den kann ich ja gar nicht wegtun.
Der ist doof, den muss ich da unten mal wegräumen. So, also jetzt kommt man nach oben. Hat hier zwei. Gut, das ist schon besser. Dann möchte ich noch eine dritte und dann die Wand. Zack, zack, zack. Und dann da drauf kommt die Wand. No. So. Die Wand, habe ich jetzt gesagt, nehme ich die hier. Bei denen muss man aufpassen. Schalten wir mal Crouchen aus. Wie man sie setzt. So. Wunderbar. Ups. So, da könnte man hier. Genau. Da kommt die Treppe hoch. Das heißt, hier brauchen wir dann so eine Säule. Achso. Den Boden. Machen wir den auch als Säule? Ja, aber dass er durchgehend ist. So, da sind wir auf zwei Höhe. Na, wirst du wohl. Dankeschön. Vier Höhe. Aha. Das gleiche brauchen wir auch dann da drüben. Das heißt, hier haben wir die Stufen da. Hier hört der Stufenbereich auf. 2, 3, 4. Ja, das ist dieser Bug, wenn man drauf springt, wenn man gerade baut. Der tut weh. Also er kann weh tun, sagen wir so. So, dann habe ich gesagt zum Glashaus. Nein, danke. Glas ja, aber nicht mehr in dem Umfang. So, dann hätten wir hier eben den Stufenbereich. Der hört auf hier eigentlich, oder? Ah, hier habe ich ihn enden lassen. Also im Abschluss, aber wenn ich da noch eine Türe machen will, wäre es eigentlich hier. Das heißt, hier bräuchte man einen. Hier brauchen wir noch den Also hier nicht, hier das und hier wieder das. So. Das heißt, hier hätte man den Stufenbereich. So, so. Hier auch. Und dann ist jetzt die Lampe natürlich jetzt falsch. Die müssen wir auch noch umsetzen. Und wir brauchen hier dann. Hier. Das hier. So, da brauchen wir vier drauf. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. So, dann brauchen wir das hier auch. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Damit hätten wir schon mal hier diesen Stufenbereich fertig. Den kann man dann natürlich verglasen. Also das wäre jetzt gar kein Problem. Ups. Ja, man muss das Glas vorher auch einsaugen. So. Und hier auch noch weg. So. Dann haben wir hier mal diesen Eingangsbereich. Hier kommt man hoch. Achso. Jetzt habe ich das da drüben extra plus 1 und da nicht. Ach ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das sind nur die meine. Hier kommt die Lampe mal weg, dann kommen hier normale Steine und hier kommt das hier. So, jetzt haben wir dann hier einen Durchgang von 2, das ist noch okay. Hier müssen wir noch 1, 2, 3, ja danke, hau mich runter. 4. Und hier das Ganze auch nochmal. Ups, danke. Heute habe ich es wieder drauf. So, passt. So, jetzt hätten wir hier dann einmal diesen Bereich für die Treppen. Auch wenn die Frage ist, da werden wir es ja gar nicht mehr brauchen. Die nächste Frage ist, wollen wir das dann so machen wie da unten? Oder übernehme ich das hier unten einfach? Ich würde sagen, ich übernehme das hier unten einfach. Was aber auch heißt, ich kann mir das aufzeichnen mit den unterschiedlichen Böden oben.
Oben habe ich dann quasi nur einen Boden, egal was ich mache. Genau. So. Ne, das schaut doch schon mal ganz nett aus. So. Hier diesen Eingangsbereich. So, dann kommen wir da nach oben. Jetzt habe ich eine Idee, wo man diese Dekosteine braucht. So, die Türe. Nein. Diese Türe. Die brauche ich jetzt mal. Ich brauche die zweite. Die ist hier. Na komm. So. Nicht EF drücken. Ja. Irgendwann merke ich es mir. Achso. Na, das war jetzt wieder mal sehr geschickt. Ich hatte ja vorher nur eine Stufe, jetzt habe ich zwei Stufen. Damit reicht mir das ja nicht. Nette Idee, aber nein. Kann ich so doch nicht brauchen. So, wenn ich die Treppe runterkomme, dann habe ich oben jetzt wie viel Platz? Ich habe hier 1, 2, 3 rein. So, dann brauche ich die hier auch. 1, 2, 3. Das heißt, hier sind dann normale Steine. Moment, ich mache das jetzt einmal damit. So, 1, 2, 3. Ich glaube, einfacher wäre es gewesen, das ganze Ding einzureißen und neu zu bauen. Okay, ich meine, im Endeffekt werden wir das jetzt eh machen, wenn ich das durchziehe. Mein Plan war nämlich, sowas wie Schlafzimmer etc. nach oben zu bringen, die Küche herunten zu machen, aber vielleicht etwas größer, ein etwas größeres Badezimmer. So mein Plan. Ja, und ich wollte eben auch diese Glas-Dinger da wegkriegen. Und von daher, das Häuschen wird größer. Gleichzeitig wollte ich die Maya-Steine nehmen, weil ich finde, sie schauen wirklich gut aus. Und man kann sie natürlich auch ganz toll kombinieren. So, das heißt, hier müsste ich dann die Säule haben. So. Dann hätte ich hier einen sehr großen Eingangsbereich. Brauche ich den? Ich könnte aber hier zum Abschluss auch so eine Säule machen. So. Hier und hier. So. Wunderbar. Dann hätten wir hier den Durchgang. So und so. Ja, dann hätten wir hier so einen Zweierdurchgang und hier auch. Warum nicht? Genau. Dann gehört das aber auch nicht hierher. Ja, bauen mit Dano. Ich weiß nicht, was ihr daran so toll findet. Vielleicht auch, dass ich 300.000 Mal alles umbaue, ist auch möglich. Sieht da andere einfach verzweifeln gerne oder so? Wer weiß, ich weiß es nicht. So. Genau, hier hätten wir dann die eine Säule. Die hier wäre dann komplett falsch wieder mal. Ach du meine Güte. So, was habe ich mit angefangen? Ich wollte mein Haus umbauen, ja. Das nächste Mal sollte ich aus so einer Schnapp-City kommen, haltet es mich irgendwie davon ab. Ich meine, es ist eh unnötig, weil man kann mich davon dann nicht abhalten. Aber so ganz schwachen Versuch kann man ja starten, so halt, erinnere dich ans letzte Mal. Wobei das wahrscheinlich dann auch nichts bringt, weil ich sage, ach, dieses Mal rennt es ganz anders. Ja, bei dem einen ist es mal eben schnell. Bei mir ist es
Nur ein bisschen umbauen. Aua. Das tat weh. So. 1, 2, 3, 4. Hier oben könnten wir jetzt dann das hier nehmen. So, und hier kommt das dran und das dran. Wunderbar. So, da kommt der Boden und der Boden und der Boden rein. Das machen wir jetzt hier auch mal, damit wir hier nicht dauernd runterfallen. So, hier kommt auch. Achso, ja, den sollten wir vielleicht vorher craften. So, und zwar hierher und hier und hier und hierher. Wunderbar. Damit hätten wir hier so einen, oh Mann, riesengroßen Eingangsbereich. Viel zu groß. So. Oh Mann. So, hier brauchen wir eigentlich nur bis hierher. So, 2, 3, 4. Und dann kommt hier, jetzt haben wir gesagt, das, nein, das ist der Boden hier. Da kommt dieser hier. Genau, und zwar so. Und so. Wunderbar. Und dann wäre das hier. Dann kommt hier wieder der hier. So, das und das. Hier kommt das hier. Ups. Oder gehört das schon? Also nee, da gehört ja schon der hier. Der und der. Das ist wieder doof, dann habe ich hier keinen Abschluss. So, jetzt haben wir 17 Minuten und ich habe im Prinzip nicht viel gemacht, außer ja, verzweifelt an meinem eigenen Baustil. Okay. Sorry, jetzt muss ich mich kurz muten. Gut, dann der letzte Versuch. Ich mache das nochmal so. Hier gehen wir noch eins dran. Hier kommt die Säule runter. Hier gehen wir noch eins dran. No. Und hier kommt die Säule runter. Nein, das war verkehrt. Hier kommt dann der Boden. So, damit können wir nicht hier dann eine Türe einbauen. Eine, da könnte man vier einbauen, oh Mann. So, ich muss jetzt mal runter. Wie haben wir es denn hier gemacht? Hier haben wir einen 1, 2, 3. Und dann haben wir einen Gang links und rechts davon. Das ist eigentlich okay. Das heißt, wir hätten hier... machen wir das jetzt einmal. Ich mache hier 1, 2, 3. So, welchen nehme ich da jetzt? Einfach nur zum Kennzeichnen, diesen hier. Das hier wäre mein Eingangsbereich. Wunderbar. So, nach dem Eingangsbereich habe ich dann hier drei Türen. Ich habe eine nach links, eine nach rechts und eine geradeaus. Das könnten wir hier auch so machen. Das heißt, ich habe direkt neben der Türe, genau, ich habe hier den Eingang, der wäre okay. Machen wir es auch so. Ich habe hier einen Eingang, der wird so, der ist auch okay. Und ich habe dann da vorne, den könnte man eigentlich schön zentral machen, hier auch einen Eingang. So, das ganze Baumaterial gehen wir wieder da rein.
Sonst platzt nicht irgendwann mein Inventar. So, das wäre der Eingangsbereich unten. Dann bräuchte ich praktisch nur noch eins, zwei, drei, genau. Und dann. Da habe ich immer noch 1, 2, 3. Das passt ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das heißt, die Mauer müsste ich dann eigentlich hier machen zum Beispiel. Oh, am Kopfstand kann man den also auch, okay. Cool. Moment. Kriege ich das nochmal hin? Ja. Okay. Ja, dann könnte man am Kopfstand auch lassen. Nein, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Hier ist eine Säule. Hier ist auch eine Säule. Wäre dann praktisch hier. Ups. Ja, weg mit euch, sorry. Habe ich schon gesagt, wir reißen im Endeffekt mein ganzes Haus ab. Okay, wenn nicht, dann habe ich es euch jetzt gesagt. Von dem Haus wird so nicht viel übrig bleiben. Es wird wahrscheinlich komplett anders ausschauen nachher. Aber es macht nichts. Das kennt ihr ja aus Ark schon. Wenn ich mit dem Haus fertig bin, wird es umgebaut, weil es mir irgendwo nicht mehr gefällt. Ich bin ja nur froh, dass ich kein Häuselbauer wäre. Ich glaube, bei mir wird jede Baufirma verzweifeln. Weil kaum glauben sie, dass ich weiß, was ich möchte, baue ich es wieder um. Wobei es mir zu der Zeit, wo ich es baue, natürlich schon gefällt. Also so ist es ja nicht. Aber irgendwann stelle ich dann fest, das könnte man aber doch so machen oder das könnte man so machen. Ups, nee, du musst unbedingt... Kriege ich denn das hin? Im Prinzip so... Ah, so kriege ich es hin. No. Dann müssen wir jetzt noch das und das auswechseln, oder? Müsste besser ausschauen. No? Ja, so gefällt es mir. Das gleiche können wir jetzt dann hier auch noch machen. Und hier... Das heißt, hier kommen das und das ja, dann wird das hier auch noch und hier auch noch und drunter im Eingang kommen, ja, die hier richtig gedreht. Genau. Und da unten können wir dann, obwohl die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr passen, achso, ja, und überhaupt passt die Richtung nicht mehr. Ach ja, ihr Regale, ihr müsst gerade weichen und ihr auch und du Sessel sowieso. So, Regale, Tisch, Sessel, weg, 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 weg. Passt. Ah ne, da ist noch was. So. Gut, die Türe könnten wir so einbauen. Dann hätte man hier einen schönen Eingang. Nur die Türart gefällt mir jetzt auch nicht mehr, das können wir aber noch ändern. Da fehlt mir das Ganze jetzt auch noch. Hier braucht man das hier. Craft, craft, craft. Dann brauchen wir noch das hier. So. So. So, so. Dann brauchen wir noch das hier. Oh, ja. So. R. Passt. Ja. Der Eingangsbereich gefällt mir. Und so ähnlich, wenn wir das jetzt da oben auch machen. Genau. Allerdings, ja, so. Hier haben wir jetzt den Boden. Was ist, wenn man... Ja, den können wir doch eigentlich als Boden lassen, oder? Oder schaut der nicht aus oben am Dach? Hm. Würden das als Dach ausschauen? Probieren wir es einmal. Das heißt, wir würden ihn einfach mal hier so reingeben.
Ah, das könnte man sogar, weil er ja unterschiedlich ist. Stimmt, da war ja was. Allerdings muss ich auch da wieder auf die Setzrichtung passen. Aufpassen. Weil sonst, so. So. Ja. Ich denke, das geht doch. Ups. Und schon hätte man hier auch ein nettes Dach. Und bräuchten aber, glaube ich, was anderes hierfür dann. Was hätte man dann dafür? Ja, im Prinzip das hier. Nur weiß ich jetzt nicht, wenn wir ganze Wand draus machen, wie das ausschaut. Müssen wir mal ausprobieren. Eins, zwei, drei. Oh, das ist sowieso eins zu niedrig. So tief wollten wir das nie haben. Ach ja. Ich sehe schon, am Ende der Folge habe ich alles zurückgebaut. Sag, es war nichts. Und wir haben mit das Originalhaus. Nein, kommt gar nicht in die Tüte, wenn ich mir sowas in den Kopf setze. Dann mache ich das auch und da bin ich halt anti-chill. Ja, dick-chill sein hat ab und zu Vorteile, es hat aber auch seine Nachteile. Jetzt passt's aber. Wunderbar. Hier könnten wir jetzt entweder große Fenster machen. Oder wir machen das wie unten. Und Moment, das können wir auch noch ausprobieren. Da dazwischen könnten wir doch eigentlich das hier bauen. Ah, dieser grüne Strahl nervt mich. So. Und da dazwischen Fenster. Oder überhaupt da auch noch? Es würde vielleicht sogar ganz gut ausschauen, wenn wir das so machen. Und hier dann Fenster rein. Da bauen wir mal eine Lampe ein. So, und hier dann eigentlich auch. Also wenn das hier. Nee, das ist doof, weil da ist ja die Säule, da würde diese Türe reinkommen. Hier bräuchte man eine Lampe und hier dann auch. Wäre genau hier. Und hier kommt die Säule rein. Ich glaube, mit dem Ergebnis kann ich leben. Dann hätte man hier ein schönes Fenster. Kriegen wir das jetzt überall hin? Der Nachteil ist allerdings, mein Haus wird dann ziemlich viel Turmalin verschlingen, weil diese Blöcke mit dem Grünen da drin brauchen alle Turmalin. Auf der anderen Seite, warum nicht? Müssen wir halt ein bisschen Turmalin sammeln. Oh, ich brauche erst Turmalin.
So, jetzt habe ich noch 65. Wenn ich mit dem Haus fertig bin, habe ich wahrscheinlich 0. Wo hat sich denn das hingekriegt? Daher hat es sich gekriegt. Ups. So, dann hier auch noch. Oben drüber natürlich noch das Dach. Dann können wir hier so einen freundlichen Eingangsbereich machen. Hier gehen wir auch wieder eine Lampe her. Und Sexsymmetrie hier auch. Genau, wunderbar. Ja, das würde mir gefallen. Ups. Ja, ich habe vergessen, da habe ich noch gar nichts gebaut. Okay, so, ihr seht schon, das war mein Häuschen vorher. Das wird's nachher. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, baba, eure Danu.